Jedes Jahr werden in Deutschland 100.000 Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet. Manche davon wurden das Opfer eines Verbrechens. Und genau danach sieht es auch im nächsten Einsatz von Can Yildiz und Katja Wolf aus. Egon 1427 von Egon. Der 1427 hört. Fahrt bitte in die Habsburger Straße zum Streichelzoo. Eine Claudia Vogel meldet ein verschwundenes Kind. Soll er rechtlich befreien? Bei einem Kindergartenausflug in den Streichelzoo ist eine Dreijährige spurlos verschwunden. Die Erzieherin hat nicht nur die Polizei, sondern auch die Mutter des Mädchens alarmiert. Die anderen Kinder hat sie von deren Eltern bereits abholen lassen. Bis auf einen kleinen Zeugen. Hallo. Hallo. Sie haben angerufen? Ja, ich bin hier mit meiner Kindergartengruppe. Und bevor wir gehen wollten... Hallo, hallo Vogel. Wolf, Vogel. Polizei Duisburg, hallo. Leonie ist weg. Wir haben die Kinder gezählt, bevor wir gehen wollten. Und okay. Auf einmal ist uns aufgefallen, dass Leonie weg ist. Frau Axel. Leonie, das heißt, ein kleines Mädchen fehlt. Ja. Ja, hier an dem Einsatzort angekommen, hat uns zunächst, wie sich herausstellte, die Kindergärtnerin empfangen. Es war auch gleichzeitig die Melderin. Und sie sagte, dass eben ein Kind aus ihrer Gruppe hier verschwunden ist und nicht mehr auffindbar ist. Haben Sie die zuletzt gesehen, die Leonie? Kurz bevor wir gehen wollten, stand sie noch hier vorne und hat die Ziegen gefüttert. Okay, und Sie sind die Aufsichtsperson gewesen, genau, ne? Gut, dann bräuchten wir einmal von Ihnen. Wer sind Ihnen. Sie? Ich bin die Mutter. Okay. Also das heißt, wir haben jetzt gerade nur zur folgende Sache. Wir wurden jetzt gerade hier hingerufen. Sie ist die Kindergärtnerin, wir kennen sie ja auch. Und dass ihre Tochter jetzt halt kurzzeitig verschwunden ist. Ja, dass wir jetzt nicht vom Schlimmsten direkt ausgehen. Das heißt, haben Sie sich den ganzen Tag hier aufgehalten? Oder? Wir waren den ganzen Tag hier. Und als wir gehen wollten, haben wir die Kinder gezählt, damit auch alle mitkommen. Und da ist uns aufgefallen, dass Leonie weg ist. Okay, ich gehe mal kurz durch. Ne? Der Kleine gehört auch zu Ihnen? Ja, der ist aus der Kindergartengruppe. Das ist Emir, der beste Freund von Leonie. Okay. Und er war die ganze Zeit eigentlich bei ihr und hat mir gesagt, dass er sie noch zuletzt gesehen hat. Okay, zuletzt aber gesehen. Wo? Ich habe ein Foto dabei. Wo war denn die Leonie? Da vorne, sagst du? Ja, das hat sich da. Da hast du mit der gespielt? Oder was habt ihr da gemacht? Guck mal eben. War das zufälligerweise dieser Mann? Was denn für ein Mann? Das ist mein Ex-Mann. Ja, meine Tochter. Ja, gerade wenn wir hier also Einsätze haben, wo es in irgendeiner Form um kleine Kinder geht, spielen da natürlich immer die Emotionen auch eine große Rolle. Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir uns jetzt von diesen Emotionen hier nicht einfangen lassen. Dann würde unsere Arbeit wiederum darunter leiden. Und das würde dann in dem Moment dem Kind auch nicht helfen. Ja. Zum Mülleimer gegangen? Zwar kann der kleine Junge keine Hinweise geben, ob das Mädchen mit einer fremden Person mitgegangen ist. Doch die Spur zum Mülleimer bringt den Beamten tatsächlich neue Erkenntnisse. Neben der Abfalltonne entdecken sie einen Teddybären. Ist das der Teddy? Ist das der Teddy Ihrer Tochter? Gut, okay, dann einmal bitte nicht anfassen, weil könnten hier eventuell noch Spuren drauf sein. Dann gucken wir uns das einmal. Wir haben jetzt auch eine Hundeführerin angerufen. Als ich dann auch den Teddy in die Hand genommen habe, kam direkt die Mutter um die Ecke und hat gesagt, hey, das ist der Teddy meiner Tochter, das ist der Teddy meiner Tochter. Und da war für uns klar, okay, wir haben jetzt hier einen Beweis oder irgendetwas gefunden, womit wir weiterarbeiten müssen. Deswegen die Hundestaffel und alles Weitere wird sich jetzt auch ergeben. Wir wissen echt nicht, was jetzt Sache ist. Deswegen, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen... Dem Teddy haften kleinste Hautpartikel des Mädchens an. Mit ihnen kann der Spürhund die Witterung aufnehmen. Doch auf dem großen Gelände verliert sich die Spur. Leonie! Hallo, kommen Sie dann einmal bitte ganz kurz. Leonie! Kathi, willst du dich mal kurz oder soll ich? Leonie! Frau Axa? Frau Axa? Leonie! Frau Axa, alles ist okay. Mein persönlicher Eindruck von der Mama war, sie war wirklich ein bisschen neben der Spur. Sie war nicht wirklich ansprechbar, war aufgeregt. Ihre Atmung wurde auch immer schneller und deswegen mussten wir uns auch vergewissern, dass es ihr gut geht. Sie haben mir doch gerade direkt das Foto von Ihrem Ex-Mann gezeigt. Wie können Sie sich das denn erklären? Also er ist mit den Betreuungszeiten nicht einverstanden und Sie glauben, genau, dass er sich dann quasi ungefragt die Kleine einfach nimmt, um Zeit mit ihr zu verbringen. Würde ich sagen. Aber gab es denn da in der Vergangenheit irgendwelche Schwierigkeiten? Oder sagen Sie, na ja, gut, wenn er sich um unsere Tochter kümmert, dann macht er das auch vernünftig? Nee, also ich habe immer Probleme mit ihm. Also er, okay, selbst wenn wir verabredet waren zu einer gewissen Uhrzeit, zu einem Tag, ist er entweder nicht gekommen oder zu spät gekommen. Es ist schon so, dass wir im täglichen Dienst auch regelmäßig mit Beziehungsstreitigkeiten, Sorgerechtsstreitigkeiten etc. zu tun haben. Allerdings, wie jetzt hier eventuell in diesem Fall, dass also der
leibliche Vater das Kind entführt haben könnte, das ist dann doch schon eher ein Extremfall. Wir schicken dann einfach eine Streife vorbei am besten, so an die Adresse. Haben Sie die Adresse denn für uns? Gut, dann bräuchten wir jetzt definitiv die Adresse, damit wir das jetzt sofort machen können. Über Funk informieren die Polizisten ihre Kollegen und geben Namen und Anschrift des Vaters durch. Er soll zur sofortigen Vernehmung auf die Hauptwache Nord gebracht werden. Mit der Mutter fahren die Kommissare ebenfalls dorthin. Der Emil wird jetzt auch nach Hause gebracht? Ja, genau. Okay, super, gut. Dann danke Emil für deine tolle Mitarbeit, ja, und wünsche noch einen schönen Tag, ja? Macht's gut. Inzwischen hat sich die Kriminalpolizei in die Fahndung nach der Dreijährigen eingeklinkt. Auf dem Revier haben Bora Aksu und Frank Steffens bereits den Vater in Empfang genommen. Wo ist Leonie? Also sie müsste eigentlich auf der Tür aufpassen. Was hast du mit Leonie gemacht? Frau Kotsch, bleiben Sie mal ganz ruhig, bitte. Die aufgebrachte Mutter ist sicher, dass ihr Ex-Partner die gemeinsame Tochter entführt hat. Doch der streitet die Vorwürfe ab und ist selbst besorgt um die Kleine. Allerdings wissen die Beamten, dass es zwischen den Eltern häufig Zank um das Mädchen gibt. Damit haben beide ein Motiv, das Kind dem jeweils anderen zu entziehen. Die Kripo-Beamten beschließen daher, Mutter und Vater einzeln zu vernehmen. Herr Kutsch, dürfte ich Sie bitten? Ja, kann. Ja. Bleib mal ganz kurz hier, ja. Frank. So, Frau Axel. Gucken wir doch mal. Zunächst haben wir die beiden, als wir festgestellt haben, dass da ein bisschen Spannung in der Luft ist, getrennt voneinander befragt und haben versucht, irgendwelche Hinweise zu bekommen, wo wir die Leonie finden können. Haben Sie Ihr Kind heute Morgen beim Kindergarten abgegeben? Ja, habe ich um 9 Uhr. Wer war denn abholberechtigt für den heutigen Tag? Ich. Und ich habe Bezugspersonen, die Gudrun, die Kira und noch zwei Babysitterinnen. Wer ist denn die Kira? Die Kira ist die jetzige Freundin von meinem damaligen Freund, David. Okay, und die Gudrun? Die Gudrun ist die Mutter von Kira. Okay, und die heißen mit Familiennamen? Zimmermann. Zimmermann, okay. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu dem Kindesvater, zu Ihrem Ex-Freund? Es hat sich seit einem Jahr richtig verschlechtert. Also wir streiten uns nur noch, wir schreien uns nur noch an, auf ihn ist auch kein Verlass mehr. Also es ist ganz schlimm geworden. Aber er war auch berechtigt, das Kind abzuholen. Genau, genau. Dann bleiben Sie noch einen Moment hier, ich komme gleich wieder, ja? Was ist jetzt? Ich erkläre Ihnen das gleich, ich muss mal eben mit meinem Kollegen Rücksprache halten. Bleiben Sie einfach hier, ja? Per E-Mail hat Frank Steffens seine Kollegen gebeten, die Freundin des Kindsvaters und deren Mutter aufs Revier zu beordern. Über die weiteren Ermittlungsschritte will er sich mit Bora Aksu abstimmen. Ja, also bei uns gibt es ja keine wirklichen Erkenntnisse. Es gibt ein paar berechtigte Personen. Das ist der Ex-Lebensgefährte und eine Freundin Kira und deren Mutter. Ja. Aber irgendwo kommen wir da nicht zum Zug. Die ersten 24 Stunden bei einer Kindesentführung sind die wichtigsten und deswegen ist Eile geboten. Also ich würde einfach mal vorschlagen, nehmen wir die beiden mal mit rein in ein Zimmer. Wir verziehen uns nach hinten und danach gucken wir mal, was die so miteinander besprechen. Ne? Die beiden Eltern zusammen zu vernehmen, ist wiederum eine andere Vernehmungstaktik, um bei diesem Gespräch dann weitere Hinweise aufzunehmen. Frau Axer, würden Sie gerne mal mitkommen? Die Konfrontation der Eltern wollen die Beamten hinter einem einseitigen, sogenannten venezianischen Spiegel verfolgen. Von dort können sie alles beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Guck mal, ist so ruhig. Die bekriegen sich richtig. Geht immer mehr los mit dem. Guck mal, sie ist total aufgeregt und er tut immer so. Natürlich sind solche Anschuldigungen auch manchmal von irgendwo dahergegriffen. In diesem Fall hat sich der David Kotsch mir gegenüber schon ein bisschen verdächtig verhalten, aufgrund seiner sehr ruhigen Art. Sagen Sie mir mal bitte, wo Sie gewesen sind heute Morgen. Also ich war zu Hause, habe ganz normal meine Arbeit gemacht. Anhand von Telefonaten und E-Mails kann der verdächtige Ex-Freund belegen, dass er während der Tatzeit zu Hause war. Was ich mir ins Zeug lege? Ne? Ja. Für Leonie? Ja. Nee, nicht für Leonie. Hallo? Ich habe hier Frau Zimmermann. Okay. Wie von Kommissar Steffens verfügt, hat eine Streife die Freundin des Kindsvaters zur Wache gebracht. Auch sie ist eine Bezugsperson des vermissten Mädchens und hätte es somit unbemerkt aus dem Zoo entführen können. Sie sind die Freundin, die Lebensgefährtin von dem Herrn Kotsch. Wie lange schon? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr?
Wissen Sie eigentlich, worum es geht? Haben die Kollegen das am Telefon gesagt? Ich weiß wirklich nicht genau, worum es geht. Auf jeden Fall werde ich einfach von der Arbeit abgeholt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, was das hier alles soll. Gut. Sie kennen ja die Leonie. Ja. Ja. Haben Sie ein gutes Verhältnis zu ihr? Ein sehr gutes Verhältnis, ja. Verstehen Sie sich halt auch sehr gut? Ich verstehe mich sehr gut mit der Leonie. Gut. Wie vermissen Sie seit heute Morgen? Wir wissen nicht, wo sie steckt. Sie war im Kindergarten mit dem Kindergarten gemeinsam im Streichelzoo. Und wir vermissen die jetzt gerade aktuell. Haben Sie da irgendeine Idee, wo sie sein könnte? Die kleine Leonie ist weg. Können Sie uns irgendwas dazu sagen? Nein, ich bin seit heute Morgen auf der Arbeit, wie gewohnt. Nach dem jetzigen Erkenntnisstand haben David Kotsch und Kira Zimmermann Alibis. Es gibt keinen Grund für uns, sie weiterhin festzuhalten. So, wo ist denn Leonie? Kannst du mir das mal erklären? Hm? Na, soll ich wissen, wo die Leonie ist? Ganz ruhig. Eine Spur bleibt den Beamten noch, um die Dreijährige zu finden. Die Mutter der aktuellen Freundin. Die Streifenkollegen konnten die Frau bislang nicht ausfindig machen. Haben Sie die Telefonnummer von ihr zufällig? Warum? Haben Sie einen Verdacht, dass das die Gutrun sein könnte? Ich habe bis jetzt noch keinen Verdacht. Ich versuche nur, allen Anhaltspunkten nachzugehen und gegebenenfalls auszuschließen. Von den Streifenkollegen hat Frank Steffens erfahren, dass die Gesuchte wegen mehrerer Delikte bei der Polizei bekannt ist. Wo ist die Akte? Ja. Frau Zimmermann, ja? Ich nehme die mal. Ja, prima, danke. Danke sehr. Was steht drin? Oh. Schon vorbestraft. In? Ich hatte so richtig sehe Ladendiebstähle. Und irgendwie Betrug oder so. Boah. Was? Wie? Psst, seien Sie mal. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag, Frau Zimmermann. Bora Axo hier von der Kriminalpolizei. Hallo. Hallo? Frau Zimmermann, es geht um Ihre Enkelin, Frau, ja. die Leonie. Die vermissen wir. Ja. Hätten Sie ja. die Güte, vielleicht mal aufs Revier zu kommen? Das ist doch Leonie. Die Gudrun Zimmermann, die haben wir auch überprüft. Wir haben festgestellt, dass sie bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Es schien ein bisschen komisch, als wir daraufhin versucht haben, sie anzurufen und sie mal über den Sachverhalt zu informieren und ob sie uns irgendwelche Hinweise geben könnte. Daraufhin hat sie das Telefonat geblockt. Sie war, obwohl es die Enkelin sei, wie sie sie am Telefon genannt hat, wenig daran interessiert, zur Aufklärung beizutragen. Die hat aufgelegt. Hast du das Kinderschall gehört? Ja, habe ich gehört. Ruf mal die Wache an, die sollen mal eine Standortfeststellung vom Handy machen. Können Sie mal ganz kurz ruhig bleiben, bitte? Wir müssen los. Hallo, der Bauer hier. Telefonnummer 0157 3278. Normalerweise brauchen wir für eine Handyortung einen richterlichen Beschluss. In diesem Fall haben wir aber Gefahr im Verzug. Das heißt, die Polizei darf handeln und muss dann natürlich die Entscheidung nachträglich vom Richter dann bestätigen lassen. Wir würden auf jeden Fall, dass ihr beide mitkommt. Wir wissen nicht, wen wir da antreffen. Die Koordinaten. Das ging schnell. Super, danke dir. Ja? So, fahren am besten sofort los. Fahrt ihr sofort mit. Okay. Das Handy der Verdächtigen hat sich über einen Sendemast in einem Wohngebiet ins Netz eingewählt. Dort in der Nähe muss sie sich befinden, vermutlich mit dem entführten Kind. Auf dem Weg fragen die Kommissare Informationen zum Wagen der Flüchtigen ab. Egon 32-7 hört. Jo, ich habe jetzt ein Ergebnis für die Haltanfrage Gudrun Zimmermann. Es ist ein roter Audi A1 auf die junge Dame zugelassen. Und zwar mit dem amtlichen Kennzeichen Dora Rudo. Wilfried Friedhelm 217. Ja, verstanden. Doch die Suche verläuft zunächst ergebnislos. Er ist totenstill, er ist überhaupt nichts. Ne? Ja, so eine Funkzelle kann halt auch eine ziemlich große Reichweite haben. Ne? Ja, fast bis 6 Kilometer. Wir hatten zunächst erstmal durch die Straßen bzw. durch den Viertel ein bisschen herumgeirrt, haben versucht, das Zielfahrzeug zu finden. Dann hatten wir die Idee gehabt, da mal an der Tankstelle zu fragen. Guck, da ist auch jemand, der uns sicher Auskunft geben kann hier. Arbeitet fragen bestimmt. Fragen wir gleich mal, ja. Ja. Hallo. Hallo. Guten Tag, gute Frau. Bora Axo von der Kriminalpolizei. Ja.
Wir suchen einen roten Audi. Können Sie sich an so einen erinnern? Mit einer alten Frau drin und vielleicht einem Kleinkind. Viel los heute. Müsste eben gerade passiert sein. Ein Audi A1. Ein Audi A1, ja, ich kann mich erinnern. Also dieser kleine. Ja, ja, da war eine ältere Frau drin, hinten ein kleines Mädchen mit langen Haaren. Wie lange ist das her? Gerade eben erst. Also in welche Richtung sind die denn gefahren? Wie standen die dort oder dorthin? Die sind in die Richtung runter und hinter diesem Parkplatz sind die rechts reingefahren. Da unten rechts. In so einer Situation, wo wir mitkriegen, dass das Zielfahrzeug gerade ein paar Augenblicke vor uns gerade weggefahren ist, dann geht da natürlich, wenn man es mal so nennen möchte, der Jagdinstinkt erstmal wieder los. Man will natürlich das Kind in Sicherheit wiegen. Und dann versucht man natürlich sehr schnell zu handeln, um es nicht zu verpassen. Die Kollegen kommen später und notieren ihre Personalien. Die Verdächtige ist in Richtung einer Landstraße gefahren. Für die Polizisten besteht kein Zweifel mehr, dass sie die Dreijährige in ihrer Gewalt hat. Völlig unklar ist hingegen das Motiv und was sie mit dem Kind vorhat. Guck mal, da vorne ist auch ein roter Audi. Ja. Mach mal Blaulicht an. Mach mal Blaulicht an. Guck mal das Kennzeichen. Duisburg. Das ist der Friedrich. 17, das ist er, ja. Hält auch an. Ja, also man überlegt schon, wie man schnellstmöglich natürlich an den Wagen herankommt, bevor es nachher zu einer Flucht kommt und möglicherweise noch zu einem Unfallschaden. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Steffens von der Kripo in Duisburg. Ja. Frau Zimmermann? Ja. Sie wissen, worum es geht hier, ja? Ich hab's aus Liebe gemacht, wegen meiner Tochter. Was haben Sie denn gemacht? Die Leonie wollte ich mitnehmen für beide. Ja, das ist eine Entführung. Ja, aber aus Liebe macht man sowas. Aus Liebe macht man sowas? Ja, ich liebe meine Tochter. Und sie ist mit Daffy zusammen und will nach Frankreich mit denen. Und um denen zu helfen und damit sie glücklich werden wieder. Weil bei Heidi hat sie kein gutes Zuhause. Nur bei meiner Tochter und bei Daffy. Das ist ja gut, aber das können Sie ja nicht entscheiden. Dafür gibt es das Jugendamt und dafür gibt es Gerichte. Das Jugendamt, Gerichte. Mit einer Streife lassen die Kommissare die Mutter des Mädchens zum Auffindeort bringen. Denn das Kind soll möglichst schnell wieder ein Gefühl von Sicherheit verspüren. Was hast du dir dabei gedacht? Gudrun, ich wollte nur, dass meine Tochter glücklich ist. Es ist ja kein einfacher Diebstahl. Wir haben ja die Entziehung eines Menschen, eines nahestehenden Menschen. Und dementsprechend war das Kind sehr glücklich. Die Mutter war natürlich entsetzt und deswegen diese heftige Reaktion. Deine Tochter und ich? Du, was ist mit mir? Du hast doch gar keine Ahnung von Kindererziehung. Nichts hast du. Du kannst den David nicht lieben und also kannst du auch dein Kind nicht lieben. Aber meine Tochter kann das. Auf einem Parkplatz wollte die Kidnapperin das Mädchen seinem Vater und dessen Freundin übergeben. Um die beiden ebenfalls festsetzen zu können, müssen die Beamten äußerst vorsichtig vorgehen. Die wollen sich davor noch einen Parkplatz. Ja, angerüttelt ist das nicht gut. Wir können vielleicht irgendwie den Audi mit einbinden. Wir haben uns dann mit den Kollegen kurz abgesprochen. Da kam uns die Idee, wir würden uns mit zwei Kollegen in das Fahrzeug von der Gudrun reinsetzen. Sie war glücklicherweise damit einverstanden. Um dann erstmal den David Kotsch und die Kira Zimmermann nicht zu verschrecken, wenn wir da mit Blaulicht anfahren. Geht los. Bora Aksu und Can Yildiz fahren im Wagen der Entführerin zum Treffpunkt. Die Kommissare hoffen, dass der Kindsvater und seine Freundin den Trick erst dann begreifen, wenn es zu spät ist, abzuhauen. Wo ist denn meine Tochter Leonie? Ja, gute Frage. Was haben Sie damit zu tun? Tja, da sind sie ja wieder. Kommen Sie mit, ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Bleiben Sie locker. Lassen Sie ihn! Nein! Entspannen Sie sich nicht. Was hier los? Als wir auf ihn zugegangen sind, wurde er sehr renitent. War nicht zwingend mit zu rechnen, weil die Situation an sich aufgelöst war. Und so mussten wir ihn also, sag ich mal, mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen. Können wir mal in Ruhe weiterreden, ja? Als der Vater merkt, dass alle Ausflüchte zwecklos sind, gibt er zu, dass er und seine Freundin ein neues Leben beginnen wollten. Mit seiner Tochter. Wo wollten Sie hin mit ihr? Ja, wir wollten nach Frankreich. Einmal umdrehen. Okay. So, ich habe da eine neue Stelle und dann drehen Sie sich mal mit um. So leicht. Das ist Ihr Handy. Ja. Also Sie wollten Deutschland mit dem Kind verlassen, ja? Ja. Einen grundsätzlichen Schutz vor Kinderentführung gibt es sicherlich nicht, aber Prävention steht hier an Nummer 1. Kinder warnen, nicht zu fremden Leuten mitzugehen, keine Aufforderung, keine Geschenke annehmen, keine Versprechung glauben und das von klein auf. Und der wichtigste Punkt ist, Kindern immer sagen, wenn du in Notlagen bist, wende dich an die Polizei und nicht die Polizei wird dich mitnehmen. Das ist einer der wichtigsten Fälle oder überhaupt, sage ich mal, ein Rat, was man denen geben kann. Geh zur Polizei, wenn ein Problem ist und nicht wende dich ab. Ich habe eine neue Stelle bekommen in Frankreich und dann wollten wir da uns ein neues Leben anfangen.
Ich wollte halt Leonie bei mir haben. Sie wollen direkt von hier aus starten, richtig? Ja. Das ist ja Kindesentziehung. Also Sie sind jetzt vorläufig festgenommen. Wir fahren mit Ihnen erstmal zur Wache. Das ist meine Tochter. Ja, egal. Trotzdem jetzt. Der Vater und seine Freundin kommen wegen Entziehung Minderjähriger vor Gericht. Jegliches Umgangsrecht mit seinem Kind wird dem Mann entzogen. Das Mädchen übersteht die Tat schadlos. Da es von einer vertrauten Person entführt wurde, ist es sich nicht bewusst, dass es Opfer eines Verbrechens wurde.